Chefin oder Chef? Haben Richterinnen und Richter bei ihrer Arbeit für den Rechtsstaat nicht? Das Grundgesetz sagt, sie sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Richterliche Unabhängigkeit teilt sich auf in sachliche und in persönliche Unabhängigkeit. Sachlich unabhängig heißt, dass niemand sie bei der Rechtsprechung beeinflussen darf. Auch nicht die Politik. Persönlich unabhängig heißt, dass es keine Versetzung oder Entlassung gegen ihren Willen geben darf. Doch wer kontrolliert dann Richterinnen und Richter? Ganz einfach. Gerichte höherer Instanzen. In letzter Instanz das Bundesverfassungsgericht. Außerdem gelten Richterinnen und Richter als befangen, können sie von Prozessen ausgeschlossen werden.